Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um eine Reaction auf ein Video von Montana Black, denn anscheinend hat er sich 4000 Euro Parfums gekauft oder geschenkt bekommen. Ich weiß nicht genau, was da die Story ist. Auf jeden Fall wolltet ihr das von mir sehen und deshalb reagiere ich jetzt darauf. Ich werde das Video wohl wahrscheinlich zweiteilen, weil heute Vatertag ist und ich eigentlich gleich los wollte. Aber ich denke, wir kriegen das alle hin. Also, das Video ist auf dem Kanal Richtiger Kevin. Ich freue mich schon auf witzige Memes-Einspieler und let's go! Paket von Marc bekommen mit den Parfums, das ich noch auspacken will. Wollen wir es jetzt direkt als erst machen oder was? Dann kann Fabi mit Probe riechen. Okay, Marc Gebauer hat ihm das also geschickt. Bisschen. Alter. So, Parfums. Natürlich auch sicher verpackt, Digga. Da sind teure Parfums bei. Sehr teure Parfums. So. Ich bin ja schon gespannt, was er da für Düfte drin hat. Ich weiß ja, dass Monte eher so der klassische Typ ist und Marc ist ja eher so ein orientalischer Fan. Das könnte also durchaus spannend werden, je nachdem, was der da für orientalische Düfte reingepackt hat. Für Memo. Oha. Für Ehrenbruder Memo. Ein verpacktes und eins, was offen ist. Oha, keine Ahnung, wie das heißt, Digga. Uff. Ui. Frisch, ne? Frisch, ja. Das riecht gut. Das wird Memo gefallen, das weiß ich. Habe ich jetzt nicht gesehen, was das war. Das könnte Frederik Mall sein oder sowas von dem Flakon her. I don't know. Vielleicht zeigt er das ja gleich nochmal in der Kamera. Also der Bestellwert der Parfümsammlung sind so 2500 Euro. Also... Okay, also ich sehe jetzt schon mal einen Serjoff Oud Stars Flakon. Die sind ja immer in so einer nicen Box eingepackt mit Lederoptik. Und 3-4 weitere Düfte, wo ich jetzt die Marke leider nicht erkennen kann von der Verpackung her. Aber es sieht auf jeden Fall schon sehr hochwertig und sehr orientalisch aus. Uff. Ja, wo fangen wir an? Genau, ich wollte mal wegen Preisen gucken. Wenn man zu viel Geld hat oder wenn man einfach nur gerne gut riecht. Also, wir haben hier Düfte von... 89 Euro bis 720 Euro eine Flasche. Aliot Absolut Extra de Parfum 100 Milliliter. Welches ist denn das? Hier steht nirgendwo Name drauf, Mann. Okay, dann gucken wir als erstes das hier. Warte, was kostet das? Ah ja, hier. Erba Pura. Okay, Erba Pura kenne ich, habe ich auch schon getestet. War ich persönlich jetzt nicht so übertrieben begeistert von. Ja, mit 255 Euro ist das durchschnittlicher Serjoff-Preis, würde ich sagen. Nicht die preiswertesten, aber halt so das, was man normalerweise für so einen Duft ausgeben würde, denke ich. Aber jetzt nicht das teuerste, was man da für die Marke ausgeben kann. Der Aal hier. Das, also, Chat versteht mich nicht falsch. Das geht noch, finde ich. Ja, das geht. Nische ist auf jeden Fall, fängt so in dem Bereich an meistens. Wenn ich jetzt so von Montal-Düften mal absehe, die ja deutlich preiswerter sind, aber ja. Wenn ich mir überlege, was Creed kostet beispielsweise, was ihr auch sehr gerne benutzt, also es ist schon sehr teuer, aber es ist verhältnismäßig für einen guten Duft kann man auch mal 200 Euro zahlen. Ist teuer. Ja, Creed ist aber auch jetzt von der Qualität her nicht so überragend für den Preis. Die machen schon einen ordentlichen Aufschlag für den Markennamen. Und sind jetzt nicht immer so das Geld wert, würde ich behaupten. Aber nee, ich muss dem Monte da auch den Rücken stärken. Also von der Nischenwelt her ist das schon noch relativ am unteren Rennen, am unteren Rand. Wenn ich mir jetzt Roja Parfums anschaue, die für 50 Milliliter 1000 Euro verlangen, da ist auf jeden Fall dann endgültig Schluss, ne? Das heißt, das kann also schon noch viel, viel teurer werden als das, was er jetzt da gerade auspackt. Aber klar, für einen Normalverbraucher ist das halt jetzt nicht so der... Das hat man ja normalerweise nicht, dass man für ein Parfum bei Douglas irgendwie 200 Tacken ausgibt. Also, man passiert das mal. Besser als das Geld im Casino zu verzocken, oder? Und ich predige das. Ja, das ist wohl wahr. Tag 1. Unterhosen, Socken und Parfums. Davon kannst du nie genug haben. Ah! Ja, die Marke kenne ich, Digga. Von denen habe ich schon zwei Stück. Wäsche immer von der Optik auf jeden Fall. Guck mal, wie das ist so richtig flauschig. Deswegen ich muss ehrlich sagen, ey, dieses Flauschige, ich finde das so eklig bei den Flakons, ne? Also ich sehe schon kommen, wenn der dann halt, was weiß ich, ein halbes Jahr in Benutzung ist, dann geht dieser Flaum auch so ein bisschen ab. Boah, nee. Also die Entscheidung kann ich von Serjoff wirklich nicht nachvollziehen, diese Pflaumenflakons zu machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das riecht. Die haben immer einen sehr eigenen Geruch. Ja, die riecht irgendwie wie die anderen beiden, Lul. Der riecht... Ja, Erba Pura ist halt so ein floraler, leicht orientalischer Duft. Jetzt eher so ein Einsteiger-Ding, würde ich sagen. Ich habe ein Sample davon probiert, wie gesagt, war nicht meins. Würde ich jetzt so unterschreiben, dass es riecht wie viele andere Düfte auch.
Ich finde nicht, dass das wie ein Frauenduft riecht. Das riecht sehr feminin auch. Genau. Durch das Florale. Vermilion zum Beispiel. So, dann gucken wir mal das nächste. Was haben wir? Nehmen wir mal den hier. Serjoff. Wer hat das so ausgesprochen? Alexandria 2. Oh, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Alexandria ist übertrieben gut. Also Alexandria ist ein richtig nicer Duft. Einer meiner absoluten Lieblingsdüfte auch aller Zeiten. Ist so ein bisschen mandelig mit einer starken Oud-Note im Hintergrund. Wobei Alexandria 2 ist inzwischen ja auch schon wieder überholt. Inzwischen gibt es Alexandria 3. Der ist noch ein bisschen animalischer und ein bisschen fetziger noch. Aber das wäre wahrscheinlich für Monte zu krass gewesen, wenn er nicht so die orientalischen Düfte kennt. Aber ich finde, das ist ein super Einstiegsduft in diese Oud-Stars-Linie und wahrscheinlich auch so einer der besten von dieser Reihe. Euro. Ja, da, aber dann machen wir jetzt auch 495 Euro glücklich. Oha, die Verpackung fühlt sich ja schon übel. Nur das Papier, Digga. Ja, die sind immer extrem geil verpackt, diese Serjoff-Düfte. Bin mal gespannt, wenn er jetzt den... Keine Ahnung, fühlt sich an, als wäre ich gerade das Testament aufmache mit den dicken... Ich bin mal gespannt, wenn er jetzt den Koffer sieht, was er dann sagt. Verpackung, Digga. Aha. Genau. Das ist schon geil, ja. Ey, das ist auch wieder von der Marke, Digga. Das ist sehr geil. Jetzt alle nach Frauenparfum gerichtet und Fabi sagt jedes Mal, Digga. Ach. Sind noch drei andere von denen, das war's komplett, Chat. Ja. Doch. Der ist halt auch schon ein bisschen spezieller, muss man sagen, ne? Der riecht komplett anders als der, den wir eben hatten. Der riecht so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall Männerduft. Der riecht so ein bisschen, finde ich, so nach so geil waldig Saunaaufguss. So ein bisschen lederig, ja? Der ist. Das ist das Oud, was er daraus riecht, wahrscheinlich. Tja, gute Nase, Monte. Und ganz kurz, liebe Einbrecher, die bei mir immer eingebrochen sind, diese Kartons hier werde ich wieder in meinen Schrank reintun, den ihr schon mal aufgebrochen habt. Die sind aber leer. Also ihr könnt gerne wieder vorbeikommen, die Tür eintreten, aber alle Kartons, die in dem Schrank drin sind, sind immer nur leer. Wollte nur mal kurz angemerkt haben. Dann haben wir jetzt Digga, ich habe noch drei Stück von denen, das war's komplett. Ja, komm, dann nehmen wir nochmal hier. Das nennt sich Name Richwood. Ist das hier auf der... Ich glaube, Richwood ist so einer der teureren Serjoff-Düfte. Die kriegt man jetzt nicht an jeder Ecke, glaube ich. In der weißen Verpackung wäre das gedacht. Das ist schon krass. Luma und sowas, was ist das denn, Digga? Also mal unter uns, Marc, solltest du das sehen, mach mir mal bitte eine Connection klar. Also den würde ich schon gerne mal testen auch, ja. Als wenn das Ding gestorben wäre, wie ein Sarg sieht das aus, Digga. Das sieht halt aus wie ein Sarg. Herrlich. Aber der ist wirklich exklusiv, also... Der ist aber nochmal anders wieder. Ui. Ui. 400 Euro. Guckt einfach mal, Chat. Die hier kostet 400 Euro. Die kostet 500 Euro. Und ihr seht das Größenverhältnis. Dann haben wir noch eins von der Marke, Lul. Und zwar Uden. Jetzt bin ich gespannt. Ach, Uden. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Rüste gleich versagt. Ich glaube, dass ihm der ein bisschen besser gefallen wird, weil Uden ist auf jeden Fall so die Einstiegslinie von Serjoff. Hm? Und das ist, würde ich sagen, eher so in Richtung Creed. Also das könnte ihm schon zusagen. Achso, wir wollen ja auch immer wissen, was die kosten. Oden hieß die oder sowas, ne? Uden? Oh, ui! Schnäppchen, Digga! 240 Euro. Ja, die sind echt preiswert. Also verhältnismäßig. Ui! Ja. Das war klar. Ja, auch ein guter. Das war klar. Der ist nicht gut, oder? Nee, mit am besten bisher. Der ist mit am besten. Ich fand die beiden kleinen, die wir ausgepackt haben, die fand ich bis jetzt auch am besten, ja? Der ist gut, ne? Uden oder wie das hieß. So, das letzte von der Marke. Ist Luxor. Costa Quanta 295. Auch. Luxor, eher einer der unbeliebteren Düfte von der Oud-Stars-Reihe. Jetzt bin ich mal gespannt. Mein Rüssel ist schon ein bisschen dicht. Ja, riech mal. Ist so ein harziger, honigartiger Duft. Was? Der aber leider nicht so mega viele Fans hat. Alter, das kann ich gar nicht. Riecht wie Katzenpisse. Ja, dann ist meine Nase schon dicht. Das hat ganz, ganz krassen Geruch. Wie Katzenpisse, meinst du? Also ganz... Ich riech nichts mehr, das ist das große Problem. Ganz scharf, ich muss aber ehrlich sagen, auf der Haut ist Luxor bei mir zumindest extrem geil. Also halten wir fest, ja. Von den fünf Düften, die ich bekommen habe, waren zwei Wow, zwei und eins Okay. Das war, glaube ich, okay hier, ne? Ja, also das ist hier das Grüne, das Unisex laut Internet. Gentleman's Choice Espresso. Ach, Digga, ja moin. Kaffee? Er hat Kaffee mitgeschickt zum Schnüffeln, Digga. Absoluter Ehrenmann. Ich hab gedacht, er hat mir Hasch geschickt. Wie geil ist das denn? Kein Kaffee, ne? Aber dieses Kaffeebrot. Sau gut. Halt zum Neutralisieren von dem Geruch, ne? Echt geil. Mann! So, Marc. Profi, Digga. Ich hab gedacht, Marc hat irgendwas raufgelegt. So als, also irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Er hat einfach eine ganze Tüte Kaffeebohnen draufgelegt. Five Head in den Chat, bitte. Welches, sag du, welches wollen wir als nächstes? Also, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Monte für alle Düfte den originalen Preis gezahlt hat und nicht irgendwie einen Preisvorteil bekommen hat? Ich dachte, Marc hätte da jetzt wohl so einen Special-Preis geholt.
Aber das würde ich ja zum Beispiel nicht machen. Also ich würde mir ja niemals diese Serjoff-Düfte zum Retail-Preis kaufen. Also da kannst du ja direkt aufgeben. Wie dem auch sei, Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt schon in einem anderen Outfit. Das heißt, es ist schon ein bisschen später und wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Oh, welches wollen wir als nächstes? Den hier? Ja. Okay. Welches ist das hier? Das ist von Tiziana Terenzi Aliot. Tiziana Terenzi. Noch schnell, das ist. Egal, scheiß drauf. Egal, wir machen es einfach auf. Das kostet 720 Euro. Das ist das teure. Habe ich eins für 720 Euro hier drauf gehabt? Ich glaube, ja, doch, ja, der eins für 720, ne? Ah ja, moin, da steht's, Digga. Ah, ich bin so dämlich, Digga. Ach komm, scheiß drauf, Chat. Das ist das teure. Ich wusste gar nicht, dass die Parfums in der Preisklasse herstellen. No front. Das weiß ich nicht, Digga. Dass ich das Branding nicht erkannt habe, ist eigentlich auch ein Witz. Also, ja, das hätte ich eigentlich erkennen müssen. Aber die stehen auch auf dem Kopf, von daher. Das sieht schon ziemlich special aus. Bruder, ja. Ah ja. Allein das Ding ist hier schon absolut sexy, Digga. Wo jetzt auf. Oha. Oh, das sieht schon böse aus. Uff. Hui. Das ist schon heftig, ey. Echtheitszertifikat oder was hier wieder? Eine Gebrauchsanweisung oder sowas. Ich weiß auch nicht, Digga, was das ist. Oha, Digga. Also, das sieht schon. Chat, das sieht schon. Ich hoffe, Digga, das steckt nicht wie Scheiße jetzt. Gib nochmal den Beutel rüber, Digga. Ich brauche jetzt aber eine voreingenommene Geruch in der Nase. Mach eine live im Stream dein Gesicht. Doch nicht hier. Moin Leute, nee, da, moin Leute. Nee, da, die Kamera, Digga. Die. Moin Leute. Nimm nochmal einen dicken Hieber. So, und jetzt riecht das 720 Euro, Digga. Enttäusch mich nicht. Das riecht wie das Beste von denen. Ernsthaft? Auch so ein bisschen minzig. Also gut. Naja, aber was du meinst, so ein bisschen nach Menthol? Oh ja. Digga, das Ding wiegt mehr als mein Schwanz. Ehrlich? Hört nur mal. Hart oder weich? Ich lasse es einfach mal aufknallen, damit ihr mal merkt. Digga, das riecht gut. Warte mal, welches war jetzt das andere Gute? Da kann man einen Vergleich machen. Die beiden. Lass mich mal gerade checken, was das für ein Duft ist. Adil oder Aliot? Ach, ich weiß nicht mehr, was das war, Freunde. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich schätze jetzt einfach mal, dass es Adil ist. Und das ist Johannisbeere, grüne Noten, Sandelholz, okay. Ich kenne die Luft nicht und kann da leider nichts zu sagen. Deshalb geht's jetzt einfach weiter. Ja, also Chad, ist es nicht irgendwann auch nur noch einfach bei dieser Preiskategorie, dass es einfach nur noch dick aussehen muss? Weil wisst ihr, wie ich meine? Ich wollte das einfach mal probieren. Meine teuersten Parfums bis jetzt waren so 200 Euro, immer alle von Creed eigentlich. Oder auch mal, keine Ahnung, von Creed. Das wird besser mit der Zeit. Wäre das besser mit der Zeit? Überleg mal. Boah, ich rieche voll Fisch wegen deinen Fingern. Du bist ja Fischmann, Digga. Macht ja sogar Sinn. Ja, moin, wollte einen Schwanzanspieler machen, habe absolut keinen Schwanzanspieler gemacht, weil er ja wirklich Dings ist. Fischmann. Also die würde ich jetzt auch persönlich, also das Unisex-Parfum hat er schon recht gehabt. Das riecht schon sehr weiblich irgendwie, hast du schon recht, ja. Wenn man es jetzt mit den anderen Düften noch vergleicht. Aber das kann man ja auch dann irgendwo verschenken oder so, ne. Ach, ich weiß schon, die Kommentare jetzt wieder. Okay, machen wir weiter. Ja, ich muss mal gucken, welche Verpackung ich behalte. Die schwarze werde ich auf jeden Fall behalten. So, dann haben wir hier, das ist von derselben Marke. Kirke. 175, das ist ein Schnäppchen, Fabi. Ui. Kirke habe ich auch noch nicht probiert. Ist angeblich ein Duft, den ziemlich viele Fußballer wohl besitzen oder tragen. Ist aber auf jeden Fall eines der beliebteren Parfums von Tiziana Terenzi, auch eines der bekannteren. Deshalb würde ihm das wahrscheinlich gefallen. Mal eine ganz andere Optik. Ist das für eine Frau, Sascha? Kirke? Ist das ein Frauparfum? Ach, ihr labert. Ich riech absolut gar nichts mehr, Digga. Unisex? Das ist aber auch ganz... Unisex. Die sind alle Unisex eigentlich. Meistens. Nö, haut mich jetzt auch nicht um. Kann man gut, ja, würde ich auch sagen. Unisex oder Frauenduft, der riecht sehr süßlich, ja. Aber das riecht so wie, keine Ahnung, wie so ein normales Axt-Duschgel oder sowas. Nichts irgendwie. Findest du? Nö, ich finde, das riecht schon nicht schlecht. Also. Aber nicht so edel irgendwie. Nicht so edel. So, dann haben wir hier noch. Ach, wir haben von der Firma noch eins, ja moin. Auch 175. Okay. Ja, Bruder. Sieht absolut aus wie das andere, Digga. Ja. Mega kreative Flakons haben die. Nicht. Ja. Es ist mir auch zu weiblich vom Geruch her. Finde ich besser, aber boah, das finde ich cool. Findest du das gut? Mhm. Ja gut, er hat jetzt leider nicht gesagt, was das ist. Ist natürlich geil, das könnte jetzt alles sein, aber... Ich finde, die geben sich auch nicht so mega viel. Ich habe da mal einen Duft von getestet, der heißt Rose Gold Oud. Das ist halt so dieser typische Rose-Oud-Duft. Und ich finde allgemein gibt sich diese goldene Reihe von Tiziana Terenzi nicht so mega viel. Deshalb, ja, nicht so mega wichtig, der Duft, denke ich. Dann probieren wir ja mal Roberto Ugolini. Das ist, wie heißt denn das hier? 17 Rosso
220 Euro. Kenn ich nicht. Sieht eigentlich ganz schick aus von der Verpackung her, so vom Ding her. Übel hässlich. Also dieses Eckige mit diesem... Oh. Ich mochte das bei den Casamorati-Düften von Serge auch schon nicht. Und ich finde das echt... Nee. Hässlich des Todes einfach. Oh doch, den finde ich gut. Ja, die Nase ist dicht schon, aber man riecht noch ein bisschen was. Mhm. Der ist gut, ne? Die riechen alle schon sehr ähnlich, aber der hat so ein bisschen herberen Geruch, finde ich. Ja, die riechen alle schon doch ähnlich, ja. Dann haben wir hier jetzt noch einmal Ohira, Stephanie, Humba, Humbert, Lukas, Paris. Jawohl, Costa Quanta. Okay, von Stefan, Humbert, Lukas, Paris. Ohira ist ein Duft, den ich jetzt auch schon getestet habe, dank euch, weil den viele von euch sehen wollten. Der riecht ein bisschen nach Kirche, finde ich. Also holzig, mit so einer leichten Weihrauchbeinote, leicht rauchig. 600 Euro würde ich dafür jetzt nicht ausgeben, um ehrlich zu sein, weil da gibt es bessere Optionen. Aber ganz ehrlich, dafür, dass den viele Leute so gelobt haben, war ich da schon ein bisschen enttäuscht von. Und dann haben wir jetzt hier noch vor Kaffee Extrait de Parfum. Keine Ahnung. Das ist auch nochmal ein dicker Oschi hier. Was ist das denn? Ja, den Duft kenne ich jetzt leider auch nicht, aber ich würde sagen, wir sind mit dem Video auch durch. Und ich finde, insgesamt hat Marc da wohl eine sehr gute Auswahl getroffen. Also es hat halt Ansätze von dem, was Monto sowieso schon mag, und dann halt noch so ein bisschen was Gewagteres. Im Gesamten würde ich jetzt, wie ich auch gerade eben schon gesagt habe, nicht so viel Geld dafür ausgeben. Also erstens gibt es die halt ja, jetzt nicht im Retail preiswerter. Also es gibt immer Möglichkeiten, preiswerter an diese Düfte zu kommen. Und zweitens, wenn ich jetzt an diesen Stefan Humbert Lucas Duft denke, zum Beispiel, das ist jetzt auch nicht so der krasse Duft, dass ich dafür 600 Euro ausgeben müsste. Ich denke, guter Einstieg in die orientalische Welt, einfach um mal so einen Überblick zu bekommen. Wenn ihr euch Samples von diesen Düften bestellt, denke ich, werdet ihr auf jeden Fall einen guten Einblick bekommen. Also das kann man, denke ich, auf jeden Fall machen. Aber muss ich mir jetzt den vollen Flakon kaufen? Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Trotzdem war das Video spannend. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und würde gerne natürlich auch eure Meinung zu den Düften wissen, wenn die noch nicht jetzt während des Videos schon in die Kommentare geschrieben habt, macht das bitte jetzt. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, abonniert ihn gerne. Und ansonsten sehen wir uns dann regulär zu einem neuen Video nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.